Hallo, dies ist die Fortsetzung zu meinem letzten Video. Im letzten Video haben wir uns schon mit der Fläche A, die unterhalb des Funktionsgraphen von f liegt, beschäftigt. Und wir haben die Fläche A annähernd berechnet, indem wir das Intervall in drei Teile teilten. Jetzt können wir die Zerlegung aber auch verfeinern. Und zwar, indem wir jedes Intervall wieder in der Mitte teilen. Das bedeutet, wir haben dann nicht drei Bereiche, sondern n ist gleich 6 einzelne Bereiche. Wie im letzten Video können wir jetzt uns auch wieder Unter- und Obersummen berechnen. Dies erfolgt genau nach dem gleichen Prinzip. Das bedeutet, wenn wir uns Intervall von 0 bis 6 haben und wir es in 6 gleich große Teile teilen, ist jeder Bereich eine Einheit lang. Das bedeutet, wenn wir unsere erste Untersumme finden wollen, schauen wir uns diesen Bereich an, suchen wieder den kleinsten Funktionswert und zeichnen ein Rechteck ein. Ich bitte dich, dass du nun das Video pausierst und versuchst, die weiteren Rechtecke der Untersumme einzuzeichnen. Wenn du dies geschafft hast, sollte es ungefähr so aussehen. Wir sehen, dass alle Rechtecksflächen unterhalb des Funktionsgraphen liegen. Jetzt können wir diese Rechtecksflächen wieder berechnen und anschließend addieren. Deshalb bitte ich dich, pausiere das Video und versuche es. Wenn du dies geschafft hast, solltest du für die Untersumme U6 ungefähr 15,8 hinaus bekommen. Für die Untersumme U3 erlangten wir ungefähr 13,6. Damit sehen wir, dass unsere Untersumme U3 kleiner ist als die Untersumme U6 und diese noch immer kleiner als die Fläche A, da alle Rechtecke unterhalb des Funktionsgraphen f liegen. Als nächstes können wir jetzt nicht nur Untersummen bilden, sondern auch wieder Obersummen. Und wieder mit n ist gleich 6. Bedeutet, wir nehmen unseren ersten Bereich, der ist wie vorhin eine Einheit lang, und zeichnen ein Rechteck ein, das oberhalb des Funktionsgraphen liegt. Ich bitte dich, dass du das wieder alleine versuchst und die Rechtecke einzeichnest. Wenn du dies geschafft hast, sollte es ungefähr so aussehen. Wie vorhin können wir jetzt auch die Obersumme berechnen, indem wir die einzelnen Rechtecksflächen berechnen und anschließend addieren. Bitte dich wieder, dass du das Video pausierst und die Obersumme O6 berechnest. Wenn du dies geschafft hast, solltest du für die Obersumme O6 ungefähr 21,9 hinaus bekommen. Die Obersumme O3, die wir uns im letzten Video berechnet haben, betrug 23,3. Damit ist unsere Obersumme O3 größer gewesen, als unsere Obersumme O6 ist. Und wie wir sehen, liegen alle Rechtecke oberhalb dem Funktionsgraphen f und damit ist die Obersumme O6 größer gleich der Fläche A. Insgesamt zeigt sich also, dass unsere Untersumme U3 kleiner gleich der Untersumme U6 ist und diese kleiner gleich der Fläche A, die kleiner gleich U6 ist und die kleiner gleich U3 ist. Damit sehen wir, dass eine Verfeinerung unsere Fläche A besser beschreibt. Also O6 und U6 unsere Fläche A besser beschreiben als U3 und O3.